Sind Hedgefonds böse und diejenigen, die Aktien wie GameStop oder AMC nach oben gezockt haben, einfach nur mal ein bisschen mitspielen wollten, reich werden wollten, das schnelle Geld machen wollten, damit gleichzeitig ein gutes Werk tun, indem sie eben die dunkle Seite der Macht attackieren, nämlich die bösen Hedgefonds. Ist das wirklich so? Gibt es eine Art Grundrecht auf Blase? Und wenn dieses Recht entzogen wird auf Blase, dann wird man sauer? Ich glaube, da ist viel Missverständnis am Start und es liegt auch daran, dass diese Missverständnisse entstehen, weil schlichtweg die Kenntnisse darüber fehlen, was da eigentlich gespielt wird an der Börse, an den Märkten. Gestern der Handel bei Trade Republic ausgefallen, Robinhood lässt für Zockeraktien nur Positionsschließungen zu und der Aufschrei war riesig. Was, wie könnt ihr das machen? Das geht ja gar nicht, aber liebe Leute, ihr habt ein Casino betreten und euer Verdienst ist, dass ihr den Casino-Charakter der Wall Street, der Finanzmärkte insgesamt, so hervorragend auf den Punkt gebracht habt. Das heißt aber nicht, dass ihr ein Recht auf Blase habt, dass ihr ein Recht habt auf eine total absurde Situation, die ihr damit gleichwohl auf den Punkt gebracht habt. Und zwei Dinge muss man leider sagen, wer ins Casino geht, der sollte die Spielregeln im Casino kennen. Wenn man also die Bank sprengen will und sich verabredet mit anderen, die Bank zu sprengen, dann sollte man wissen, wie diese Bank funktioniert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, man sollte besser Verträge lesen, die man unterschreibt. Denn all das, was letztendlich hier passiert, ist vertraglich abgesichert und das ist ein kleines Problem. Ich bin nicht auf der Seite der Hedgefonds, um es ganz klar zu sagen. Ich habe wenig Sympathien für Hedgefonds. Ich halte sie auch nicht für die Inkarnation des Bösen. Es gibt üblere Gesellen in dieser Branche. Es gibt bessere Gesellen. Es gibt Firmen wie Muddy Waters zum Beispiel, Hedgefonds, die zum Beispiel Betrügerfirmen aufdecken, die recherchieren, die Geld einsetzen, um Betrügern auf die Spur zu kommen. Hier in Deutschland hatten wir das wunderbare Beispiel von Wirecard. Das waren Hedgefonds, die zuerst da den Finger in die Wunde gelegt haben und es hat lange gedauert, bis das dann letztendlich aufgedeckt wurde, auch offiziell. Aber sei es drum, ihr habt ein Casino betreten und jetzt müsst ihr die Spielregeln kennen, sonst habt ihr ein richtiges Thema und der Aufschrei hat damit zu tun, dass die Spielregeln nicht gekannt werden. Und nicht mit meiner Sympathie für Hedgefonds. Aber sei es drum, hier der GameStop-Effekt und das ist ein wichtiger Punkt. Glaubt ihr wirklich, dass GameStop so stark gestiegen ist, weil ihr die Aktie nach oben gekauft habt? Ein Stück weit ist da Wahrheit dran, aber es war nur möglich, weil andere Hedgefonds mitgemacht haben. Das heißt, eure Gewinne, die ihr zwischenzeitlich hattet, die sind bedingt auch und vor allem durch andere Hedgefonds, die das Blut gerochen haben auf der Straße, nämlich derjenigen Hedgefonds, die Short in Aktien wie GameStop stehen. Und die haben natürlich mitgemacht und die bringen eine richtige Feuerpower mit. Das heißt, die haben eure Kursgewinne ermöglicht, die ihr wahrscheinlich zwischenzeitlich hattet. Dementsprechend war die dunkle Seite der Macht an eurer Seite, beziehungsweise ihr wart auf der Seite der dunklen Macht. Um mal das Erste hier gleich ein bisschen zu relativieren. Das zeigt also, dass die Dinge nicht wirklich so einfach sind. Dann ist es so, dass diese Hedgefonds, die teilweise richtige Probleme haben. Wir haben Schieflagen inzwischen, weil viele Hedgefonds haben 10% verloren, 25% verloren, 30% verloren durch diese Turbulenzen. Und JP Morgan sagt jetzt, das wird weitergehen, liebe Leute, denn diese Hedgefonds sind es vor allem, die natürlich genau analysieren, welcher Konkurrent hatte, wo Schwächen hat, wo Angriffspunkte und da gehe ich drauf. Das ist relativ einfach verdientes Geld und dann weiß ich, da kommt noch dieser Schwarm aus den Reddit-Gruppen, da kommen Wall Street Bets etc. mit dazu, umso besser. Da bin ich doch besser dabei. Also, liebe Leute, ihr seid an der Seite der dunklen Seite der Macht. Das sollte euch klar sein. Es ist ein Haifischbecken und hier attackieren Haifische andere Haifische. Und ihr seid auch ein Haifisch, weil ihr eben andere Haifische attackiert. Ihr seid zusammen ein Haifisch, als Gruppe auf jeden Fall. Und jetzt sehen wir dann solche Reaktionen wie David Portnoy, der Blasenguru der Robin Hooder Generation, der sagt, ja, das ist ein Verbrechen, was da passiert ist. Die sollen ins Gefängnis gehen. Das gibt's gar nicht. Da ist sozusagen ja schon diese Verrohung der Sprache, die unter Trump angefangen hat. Lock them up, sperrt sie ein. Und dabei weiß David Portnoy als ehemaliger Sportwetten-Guy überhaupt nicht, was gespielt wird, welche Risiken da im Spiel wird. Jetzt hat er auf jeden Fall Citadel, nee, Citron ist es,
gesagt, wir werden eine große Ankündigung machen für alle individuellen Investoren. Free Speech and Cautious Trading, Investing to All. Naja, jedenfalls dürfte da was kommen. Aber nochmal zurück zu David Portnoy. Der kommt aus dem Sportwettenbereich und weiß gar nicht, was eigentlich gespielt wird an den Märkten, dass die Dinge nicht so einfach sind. Und dann haben wir auch jemand wie Elon Musk, den größten Erzeuger von Blasen überhaupt. Der sagt, ja, kannst du ein Haus verkaufen, das du nicht besitzt? Nein, kannst du nicht. Kannst du ein Auto verkaufen, das du nicht besitzt? Nein, kannst du nicht. Aber Aktien kannst du verkaufen, die du nicht besitzt, oder Unternehmen und so weiter. Also das ist sozusagen das, was hier Elon Musk hier vorwirft. Praktisch aus eigener Erfahrung denkt er, weil er oft Probleme hatte mit Short-Firmen oder mit Hedgefonds, die ihn geschortet haben, die Tesla-Aktien geschortet haben, die das teuer bezahlt haben, by the way. Aber es ist jedenfalls so, dass er selber natürlich Stocks mit nach oben pumpt, indem er eben über Twitter zum Beispiel GameStonk twittert. Er weiß genau, was da der Fall ist. Er weiß genau, dass Hedgefonds, die ihn oder respektive Tesla auf die Shortseite genommen hat, welche Schwächen die haben, und er befeuert diese Schwäche. Also hier betreibt er praktisch aktives Zündeln, könnte man sagen, hat durch, naja, ein paar Meldungen, durch Manipulationen, selbst in der Kommunikation, die Tesla-Aktie nach oben genommen, nach oben explodieren lassen, ich nehme Tesla von der Börse etc. All das sehr, sehr schwierige Dinge. Jetzt beschwert er sich, dass das also dieses Short-Selling überhaupt ganz übel sei. Nein, es ist nicht übel. Es hat Probleme teilweise durchaus mit Short-Sellern, gar keine Frage. Aber es sind die Short-Seller, die letztendlich in Crash-Situationen immer wieder als Käufer auftreten müssen, weil sie ihre Short-Position eindecken. Das heißt, sie kaufen den Wert zurück, den sie vorher leer verkauft haben. Sie sind also schon deshalb ein wichtiger stabilisierender Faktor für die Märkte, um das ganz klar zu sagen. Das ist also etwas Wichtiges. Was würde aber passieren, wenn jetzt der Wall Street Bets und die Hunter-Generation plötzlich Putz entdecken würde? Das wäre eine echte Katastrophe. Noch ist es nicht so weit, aber es könnte der Umschlag kommen, wo die Stadt Calls, statt auf steigende Kurse zu spekulieren, auf fallende Kurse spekulieren. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Elon Musk. Der hat mit Tweets wiederum eine Cryptocurrency, eine Kryptowährung nach oben gepumpt, die jetzt massiv gestiegen ist, 800% heute. Und diese Kryptowährung war eigentlich ein Witz, die ist nicht wirklich ernst gemeint, ist jetzt aber 9,5 Milliarden Dollar wert. Das zeigt so ein bisschen den Wahnsinn, der da gespielt wird. Jeder hat das Recht auf eine Blase. Nein, das ist kein Grundrecht, das ist nicht in der Verfassung vorgeschrieben, weder hier noch in den USA. Und Elon Musk ist einer, der solche Blasen noch stark befeuert. Das ist wirklich Dogecoin, einfach nur Wahnsinn. Wir sehen hier mal die, um wieder zu dem Aktienhandel zurückzukehren, wir sehen hier die meistgehandelten Aktien gestern an der Wall Street. Das Volumen bei AMC, diese Aktie, Kinobetreiber, 25.129.628.000 Dollar. Mehr als doppelt so viel als bei GME, also bei GameStop, und mehr als doppelt so viel auch bei Apple. Also diese Aktien werden teilweise in Volumina gehandelt, die sind extrem. Hier sehen wir viele solche Kandidaten, Bed Bath & Beyond, Palantir, wie sie alle heißen, Nokia, das sind diese Werte, die extrem gespielt werden, die extrem nach oben gezockt werden. Und jetzt vielleicht mal ein kurzer Streifzug darüber, was eigentlich hier gespielt wird. Es gibt an den Märkten, und das hat mit den Neo-Brokern sich noch intensiviert, wie Robinhood, Trade Republic etc., gibt es Broker, eben solche Neo-Broker, und es gibt Clearinghäuser, Clearingfirmen, die dafür sorgen, dass all das wirklich funktioniert. Was passiert da eigentlich? Wir sehen, dass die Clearing-Risiken massiv gestiegen sind für die Firmen, die hier beteiligt sind, auch für die Clearing-Firmen, denn es ist ja schlichtweg so, wer zum Beispiel bei Robinhood ein Konto eröffnet, der handelt auf Hebel, der handelt auf Marge. Irgendwo muss aber das restliche Geld herkommen, damit ihr gehebelt handeln könnt. Ihr müsst ja, wenn ihr eine Aktie für 10.000 Dollar
kaufen wollten, nicht 10.000 Dollar hinterlegen, sondern deutliche weniger. Also irgendwer muss diese Liquidität zur Verfügung stellen. Und das passiert letztendlich bei den Clearinghäusern, respektive in der Interaktion zwischen Brokern und Clearinghäusern, die also euch Geld leihen, wenn ihr gehebelt handelt. Das ist zunächst mal Fakt. Aber wenn jetzt die Situation entsteht, dass Kurse abstürzen, etwa von GameStop oder AMC massiv abstürzen, dann ist teilweise die Marge weg. Das heißt, die Broker müssen ins Risiko, das wird plötzlich deren Risiko, weil sie eben praktisch Kredit gegeben haben an ihre Kunden, die noch gebührenfrei handeln. Das darf man ja auch nicht vergessen. Dementsprechend sind die im Risiko und können sehr, sehr viel verlieren. Wir sehen hier, wie diese Risiken nach oben geschossen ist. Alleine für Robinhood bewegt sich das im mittleren einstelligen Milliardenbereich. Gestern, wenn die ganze Geschichte weitergehen würde, würde das noch weitergehen. Wir sehen also, dass hier die Mechanismen der Börse dafür verantwortlich sind, dass Robinhood ein Stück weit den Stecker ziehen musste und andere Broker nicht wollte, sondern musste. Und das taten sie nicht, um Hedgefonds zu retten, sondern um sich selbst zu retten. Das ist der entscheidende Punkt. Und wir sehen, Robinhood musste jetzt frisches Kapital von 1 Milliarde Dollar aufnehmen, wahrscheinlich zu nicht gerade billigen Konditionen, weil man eben in Schwierigkeiten geraten war, dadurch, dass zum Beispiel eine Aktie wie GameStop vorbörslich auf 500 Dollar war, dann auf nur noch knapp über 100 abstürzte, also sich etwa geviertelt hat in sehr, sehr kurzer Zeit. Damit konnten unter Wasser waren, die Marge nicht mehr gesichert waren, damit sozusagen der Verlust bei dem Broker landet. Das ist doch genau der Punkt, um den es hier geht. Das sind die Mechanismen der Börse, liebe Leute. Und da viele jetzt neu zu der Börse gekommen sind und jetzt plötzlich ein moralisches Ding draus machen, wir die Guten gegen die Bösen da auf der anderen Seite, die sollten sich erstmal mit den Regeln, mit der Mechanik vertraut machen. Das ist wie ein Auto. Wenn ich nicht weiß, wie ein Auto zumindest grundsätzlich funktioniert, dann habe ich vielleicht falsche Erwartungen an das Auto. Und genau das passiert. Derzeit, da hat sich dann Vlad Tenev von Robinhood dazu geäußert und ich hatte gestern darauf verwiesen, Leute, lest die Verträge, die er da unterschreibt, denn Robinhood zum Beispiel hat die Möglichkeit, euren Account zu schließen. Sie müssen euch nur darüber schriftlich benachrichtigen. Das dürfte vielleicht, ich weiß es nicht, bei Trade Republic und anderen auch der Fall sein. Und hier sind, und das ist nicht okay, gestern zum Beispiel Positionen geschlossen worden, wie von GME, als der Kurs abgestürzt ist. Warum? Weil wahrscheinlich der Broker fürchtete, dass die Kurse noch weiter nach unten gehen und er dann letztendlich weitere Risiken auf sich lädt, weil er denjenigen, die diese GME-Aktie faktisch gekauft haben, Kredit gegeben hat, indem sie eben nicht den vollen Kaufpreis entrichten mussten, sondern nur einen Teil davon. Und jetzt kommt die Politik ins Spiel. Oh Wunder, oh Wunder. Jetzt sagt zum Beispiel der kommende Chef, der Chair des Senate Banking und Housing Committees, also jemand, der wirklich was zu sagen haben wird, nämlich Senator Sherrod Brown, der sagt also, das geht gar nicht, die Wall Street ist verrottet. Damit hat er natürlich grundsätzlich recht. Wie gesagt, diese Robin Hooder etc., die haben gezeigt, wie krass das System eigentlich ist, was für ein Casino es eigentlich ist. Da kann man durchaus zustimmen. Aber jetzt wird eben gesagt, da müssen wir sehr, sehr viel tun. Das heißt, es sind jetzt die Robin Hooder, die dafür sorgen, dass mehr Regulierung kommen wird und damit auch Freiheiten eingeschränkt werden, genau. Und das ist genau der Punkt. Jetzt haben wir Alexandria Ocasio-Cortez von den linken Demokraten bis zu Ted Cruz, rechte Republikaner, die sagen, ja, finde ich auch, geht gar nicht, Freiheit, jeder hat das Recht auf Blase, wir sind Amerikaner. Die wissen schlichtweg nicht, was die Mechanik eigentlich ist an der Börse, an den Finanzmärkten. Das ist reinster Populismus. Das sind Leute, die sich überhaupt nicht auskennen und gleichzeitig jetzt riechen, aha, da kann ich durchaus auf einer Welle vielleicht mitschwimmen, der Empörung. Das ist ja alles so böse, was da abläuft. Hier sehen wir nochmal dieses Bild. Wall Street Bets hinter Hedgefonds her, Hedgefonds sind hinter dir her. Jetzt sind einzelne Hedgefonds hinter einzelnen Hedgefonds her. Das ist also ein Haifischbecken, wie gesagt. Und wo Blut ist, riechen die Haie dieses Blut. Wir sehen jetzt, dass das umgreift, übergreift.
Und das macht jetzt auch durchaus für den Gesamtmarkt Sinn, dass zum Beispiel Bank of America, Merrill, jetzt die Marge für manche Aktien auf 100% hebt, also nichts mehr mit gehebelt handeln. Das hat gestern auch Interactive Brokers gemacht, dass also die Hebel jetzt praktisch reduziert werden, weil das Risiko für Clearingfirmen wie für Broker steigt. Und das ist der Grund und nicht, weil sie sozusagen auf der dunklen Seite der Macht stehen, sondern das sind Profiteure eines Systems, das aus dem Ruder gelaufen ist. Jetzt wurde zum Beispiel gestern dann wieder GME, also GameStop, zum Handel zugelassen. Zack, ging die Aktie sofort nach oben, wahrscheinlich, oder zum Kauf zugelassen, wahrscheinlich, weil eben Hedgefonds dann hier wieder mitspielen, um andere Hedgefonds zu schaden. Und hier nochmal der Verweis auf Wirecard. Da waren es Hedgefonds, die gesagt haben, Leute, da stimmt was nicht. Auch Journalisten, Financial Times etc., auch wenn das nicht ganz spezifisch war, aber denen war klar, da kann was nicht stimmen. Die haben Wirecard verglichen mit einem Konkurrenten aus Holland, der viel, viel weniger verdiente, viel geringere Margen hatte. Das ist denen aufgefallen. Die haben gesagt, da kann was nicht stimmen, da ist die Zahlen, die können nicht funktionieren. Dann ist die deutsche BaFin, die deutsche Aufsicht, hergegangen und hat gesagt, oh, unsere tolle deutsche Firma, die bösen Spekulanten, also wieder hier die bösen Hedgefonds, die bösen Spekulanten, die wollen doch den guten deutschen Firmen hier schaden. Und Fakt ist, wäre dieser Betrug früher aufgedeckt worden, wäre viel Schaden abgewendet worden. Und es sind die Aufsichtsbehörden und die gute deutsche Spekulationsfeindschaft, die dafür gesorgt haben, dass all das viel länger gedauert hat, als hätte sein müssen. Wir sehen noch ganz kurz einen Hinweis: in China Overnight Repo Rates explodieren. Also wer sich Geld leihen muss Overnight, der muss sehr viel dafür bezahlen. Jetzt ja Neujahr in China. Dazu hat die Notenbank Liquidität aus dem System gezogen, hat auch gesagt, dass hier spekulative Blasen sich bilden können. Und über all das, was ich jetzt gerade hier so ein bisschen anreiße, spreche ich mit Jens Rabe. Jens Rabe ist einer der besten Kenner in Sachen Optionen. Wir sprechen über diese Exzesse, die da passieren. Also zwei alte weiße Männer, zwei Boomer, die sich unterhalten. Ich bin ein bisschen älter als Jens, aber etwas weniger weiß vielleicht. Keine Ahnung. Das Interview dürfte so 10.30 Uhr, 11 Uhr auf Finanzmarktwelt zu sehen sein und natürlich auf dem YouTube-Kanal. Schauen Sie da rein. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich, denn da wird mal Tacheles geredet, was da eigentlich abläuft. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in den letzten Handelstag der Woche und sage Servus und Ciao.